Und beliebige Taste gerne. Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Let's Play Dead or Alive 5 Last Round. Ein Spiel von Koi Tecmo und Team Ninja vom Let's Play für euch. Die PS4 Version anstatt die Xbox One Version. Ja, ja, ich habe schon versucht, das Spiel einmal aufzunehmen, hat nicht so geklappt. Also, ja. Für die, die es nicht wissen, ich werde die Geschichte natürlich hier von Dead or Alive 5 spielen. Und die Hälfte davon, also nicht die Hälfte, aber die erste halbe Stunde so kenne ich so ungefähr davon. Und ja, kurze Randinfo schon mal. Wer irgendwie Skills erwartet in diesem Projekt oder versucht, neue Tricks zu Dead or Alive oder einige Charaktere von Dead or Alive so herauszufinden, oder allgemein so Tipps und Tricks für ein Spiel zu hören, der sollte vielleicht abschalten, weil das letzte Dead or Alive, das ich gespielt habe, war Dead or Alive, also das erste von vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so. Und deswegen ist es jetzt nicht so, wenn ich jetzt nicht so der, weiß ich nicht, wer meine Street Fighter Videos kennt, der weiß auf jeden Fall, dass ich es mit so Kampfspielen nicht sehr gut drauf habe. Aber es reicht, um die Story immer zu schaffen, oder in Arkaden muss, oder was auch immer. Also das ist so das Wichtigste, ne? Ja, wie gesagt, wir werden die Story spielen, wir werden, weiß ich nicht, ich werde dieses Projekt jeden Sonntag hochladen, 2 Parts jeweils. Entweder um 18, 19 oder 19, 20 Uhr. Ich rechne mal so mit, weiß ich nicht, 10 Parts ungefähr, vielleicht 20, weiß nicht, wie lange die Story ist. Und ja, einfach so als Projekt, so damit ich irgendwas untags habe, was ich hochladen kann. Dazwischen Fallout 4 und Tales of Hysteria. Und ja, wie gesagt, die Hälfte, ich habe schon wieder die Hälfte gesagt, die erste halbe Stunde kenne ich schon von der Geschichte. Deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen eingeübt in dem Spiel. War eine absolute Katastrophe beim ersten Mal. Und ja, wir machen dann die Geschichte. Ich habe die Sprachausgabe übrigens auf Japanisch eingestellt. Die war auf Englisch, glaube ich. Habe ich die noch auf? Stand da gerade Brustbewegungen? Nee, egal, hatten ja, glaube ich, schon im ersten Teil. Ja, Charakter Japanisch, Menüs, ja. Bei Englisch weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe es einfach mal auf Japanisch umgestellt, weil muss auf Japanisch halten. Ne? Ich Anime-Manga-Fan und so, muss Japanisch. Wenn ich Fallout 4 auf Japanisch einstellen würde, würde ich es auch machen. So, jedenfalls Geschichte, Start. Zeige er mir oder den Zuschauern, worum es in Dead or Alive 5 geht. Nein, nicht die Puppe. Bremen. Den kenne ich nur aus dem ersten Teil. Das habe ich sehr oft gesagt. Also man wird mich sehr oft hören, wie ich sage, oh, den kenne ich, oder oh, den kenne ich nicht. Also, die ersten Leute kenne ich auf jeden Fall natürlich. In die erste halbe Stunde, aber naja. New York, zur gleichen Zeit. So, sie kenne ich zum Beispiel nicht. Ist auf jeden Fall nicht aus dem ersten Teil, glaube ich. So, okay. Wie geht das Spiel? 4 kann man irgendwie kontern, wenn ich das hinkriegen würde, weil ich aber nicht kriege. Mit sich zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, 4 drücken, während er angreift. Da kriege ich nicht hin. So, mit Dreieck schlägt man. Mit Kreis tritt man. Mit X grabt man. Aua. Hab gesagt mit X grabt man. Genauso. Buff. So, genauso. Die Kämpfe sind überraschend schwer, so für die ersten Kämpfe. Hab ich schon herausgefunden. Was hat denn für... Alter, hör auf damit. Was ist mit dem los? Huh, huh, huh. Ja,
So würde man kontern, aber kriege ich nicht hin. Das hat irgendwie richtig gut abtimen. Mila. Auch wenn ja auf ihrem Kopf Victoria steht. Nein, Mila. Wieder zurück an einen vollkommen anderen Ort. Da haben wir die Person, die auch auf dem Cover drauf ist, zusammen mit Kazumi. Welche man kennen sollte. Freedom Survivor, einige Tage später. Ich glaube, Helena hatte auch eine größere Rolle in dem Film, ne? Kazumi. Die sollte man auf jeden Fall kennen. ドアテックが生み出してしまった究極の戦闘生命体アルファ15にそうね必ず見つける約束するわ港に着くまでまだしばらく時間があるわゆっくりしていって Hayate. Ich weiß, ihr könnt lesen, aber ich mag es einfach, den Namen zu sagen. Ah, Ryu Hayabusa aus Ninja Gaiden. Ayane. Ja, ein paar Charaktere kenne ich. Dann vielleicht auch mal irgendwann ein Let's Play Ninja Gaiden, aber das Spiel ist so brutal schwer. Ich habe noch nicht mal den dritten Schwierigkeitsgrad. Doatec, Bohrinsel zur gleichen Zeit. Ach ja, die beiden. Vor Taylor's Bar, wer ist Taylor? Was? Kenn ich auch noch aus dem ersten Teil.
Den Typen kenne ich nicht. Rick. Tina steht da drauf, ja. Den seiner Tochter, glaube ich. Oh Gott. Ja, das Einzige, was ich eigentlich mache, ist hier immer nur Dreieck, 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 Kreis, Kreis, Kreis drücken. Mit solchen Kombos hier hinkriegen. Ich irgendwie nicht so viel abziehen. Irgendwie macht er mir viel mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Ich versuche hier andauernd zu kontern, klappt aber nicht. Muss man so richtig punktgenau machen. Ich krieg da nicht hin. Ja. Oh, nee. Mann. Erwarte. Jedes Mal nicht versuchen zu kontern. Seid vielleicht doch ein paar Minuten im Trainingsmodus oder so verbringen, aber was soll's. Er braucht schon Training, hallo? Ja, ich kette den hier voll. Geil. Au. Aber wer schon mal ein paar Street Fighter Videos von mir gesehen hat, der weiß. Kampfspiele, ne. Bei mir eine andere Geschichte. Sehr gut. Ja, einfach mal während der Arbeit kloppen, warum nicht? Ich nehme mal an, da ist, wo die arbeiten. Ah, schön. Ich weiß ja nicht, warum wir immer zu solchen Momenten schalten. Freedom Survivor zur gleichen Zeit. Was die storymäßig irgendwie für einen Einfluss haben, aber okay. アルファ1号2の行方はまだつかめていないわ。それに、かすみ1人では危険よ。かすみ、これは一族のみんなに。お前1人に背負わせはしない。兄さんには、みんなには迷惑をかけたくない。 Ja, okay, da sieht man schon, wie weit ich gespielt hatte. Zwar bis hierhin, aber wir machen natürlich hier, wo wir hier stehen geblieben sind. In Wartstellung bei Yoms. Kazumi, ein Ninja aus der Tenjin-Mon-Sekte, des Mugen Tenjin-Ninja-Clans. Sie verließ ihr Dorf auf der Suche nach ihrem vermissten Bruder Hayate, doch das Verlassen des Dorfes verstieß gegen den Code der Shinobi und sie wurde von ihrer Halbschwester Ayane als Verräter eingejagt. So viel wusste ich sogar noch vorher. Jetzt verfolgt sie einen zu einer Waffe gemachten Klon namens Alpha 152, der von multinationalen Konglomerat Duotech erschaffen wurde. Mit neuen Informationen von Elena macht sich Kazumi auf, um weitere Hinweise über den Verbleib von Alpha 152 zu erhalten. Ist sie nicht auch irgendwie eine Prinzessin oder so? Da habe ich da wieder was verwechselt. Aber, weiß ich nicht, Kazumi... Also ein ganz kleines bisschen weiß ich von der Story. New York, einige Tage später. Jetzt kommt wieder eine Szene, die ich irgendwie nicht verstehe. Lisa. Nein. Was? Da frage ich mich schon wieder, wie sie zu diesem Kampf gekommen. Aber okay.
Ja, sie hat irgendwie so einen geilen Angriff. Einer, als ich ihn das letzte Mal eingesetzt habe, ist das Spiel abgestürzt. Auch ein bisschen geil war. Okay. Aua. Sollte vielleicht nicht. So, mach mal die hier. Pff, einfach nur getreten. Zum. Geil. Ich habe immer neue Angriffe ausfinde. Das wird wahrscheinlich der Großteil des Let's Plays sein, wie ich versuche irgendwie was zu machen. Oh nein, du hast mich jetzt nicht nur im letzten Moment kaputt. Doch tust du. Nein, tust du nicht. Ha, bad. Meine Güte, das ist schon, das ist so oft passiert, dass ich das versucht habe aufzunehmen. So. Plötzlich Dach. Ayane. Warum? Ich glaube, die Story ist ein bisschen zu kompliziert für mich. Du bist hier, ich bin auch hier. Wir müssen kämpfen. Ja. Ja gut. Mich folge ja von Law hier. Von Tekken. Ich mag diese Rückwärtsrolle. So, irgendwie den Angriff. Irgendwie macht er voll super Attacke. Ich weiß nicht, wie man den macht. Buff. Okay. Meine Güte, sie hat Schmerzhaft raus. Aber da irgendwie so, das könnte ich irgendwie mal anvisieren, die Wand oder so. Also, weil ich hätte die gegen die Wand schlagen können oder so. Eine Akte ist einige Tage später. Bist du nicht ihm gefolgt? Einen guten Kampf. Was? Jetzt glaube ich der letzte Kampf, den ich auch gemacht habe noch. Ja, Kazumi ist natürlich perfekt für dieses Wetter angezogen. Ja, du hast mir einige Probleme bereitet, glaube ich. Ich konnte da zweimal machen. Wir nochmal machen. Ja, aber da habe ich vollkommen aufgeladen. Haben, ne? Puff. Kriege ich aber nicht hin, habe ich so gefühlt. Ja, ich will mal gucken, wie das funktioniert. Oder irgendwas noch machen, ne? Er macht mal diesen Angriff, kann das sein? Kannst du mal aufhören, immer nur von unten anzugreifen? Oh! Hat er mich runtergeschmissen? Ich krieg die Krise. Oh nein. Kannst du mal aufhören, immer von... Aua! Hat er mich auch noch kaputt gekriegt. Immer von unten haut er mich kaputt, Mann. Gibt's doch nicht. Alter. Ja, diesmal habe ich aufgepasst. Aber irgendwie klappt das nicht so. Der kommt ja mal von unten. Ja, diesmal weiß ich aber. Von unten, okay. Von unten. Bams. Puff, puff. Ja, Siegesrolle. Okay, sehr schön. Ja, jetzt ist das Projekt wieder komplett blind.
Und zwar machen wir weiter hier mit Ayane, so wie es aussieht. Verfolgung. Ja. Ayane. Ein Ninja aus den Hajinmon, aus der Hajinmon-Sekte des Mugen Tenshin Ninja-Clans. Eine Sekte, die Tenjinmons Hauptsekte aus der Dunkelheit heraus unterstützt. Ayane jagt ihre verräterische Halbschwester Kazumi, da diese den Code der Shinobi gebrochen hatte. Sie infiltriert die Freedom Survivor mit ihrem Halbbruder Hayate, dem Anführer des Mugen Tenshin Ninja Clans. Ayane, war sie nicht einer der letzten Gegner im allerersten Dead or Alive? Freedom Survivor. Treten wir mal Leute in den Hintern. あなた方は大会にエントリーする気はなくて。大会?私は近々新生ドアテックの新しい理念を全世界に向けて宣言します。デッドアーライブ第5回大会を開催するの。かつて父がそうしたように。 Sich ohne Grund zu prügeln, dass ich nicht lache. Ha! Sei doch nicht lächerlich. Südamerika einige Tage später. Tommy. Na gut. So. Ayane. Den würde ich nie irgendwie fertig los. Dann kommt beginnt einfach so. Guck mal die Riesenschlange an. Ich glaube, ich werde nie einen einzigen Konter hier schaffen. Lass mal versuchen. Tut mir leid, Ayane, du musst mal kurz als Punching Ball halten. Weg. Oh, oh. Mann. Oh Mann. Na gut, dann eben keine Konter. Dann eben random Button Mashing. Ja, doch, war doch los. Mal guck ich diese Reflexe an, ne? Also ich kann auch solche. Sie muss ja so ein halbwegs ähnliches Moveset wie Kazumi haben, nehme ich an. Auch die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Nein, kein Kontern. Was mache ich da? Oh, nein, wollte graben. Mit dem Ausweichen kriege ich das auf jeden Fall hin. Im Gegensatz zu anderen Kampfspielen. Und den Angriff sollte ich vielleicht nie mehr machen, weil ich dann immer hinten. Weil ich dann immer mit dem Rücken zu den Gegnern bin. Eieiei. Aber jetzt aber. Ja, ich bin jetzt auch bereit. Mann. Nein. Ja, jetzt läuft er doch. Nein. Nein.
Und zack. Nein, du lebst immer noch. So, jetzt aber nicht. Sehr schön. China, einige Tage später. Erfährt man überhaupt, ob die Charaktere, gegen dich kämpfen, noch leben? Red Wong. Was? Elliot. Plötzlich Kampf. Okay. Boah. Oh, dein Hut. Tut mir leid. Nur so ein bisschen. Keine Ahnung, wie ich das immer gemacht habe. Lass die Bank und ganz. Boah, der wird aufhören. Lass mich in den Hühnerkäfig da reintreten, oder was? Ich glaube, Spinne. Tschüss. Tschüss. Hey. Nein, nicht blocken. Blocken ist böse. Ich meine, kontern. Die Leute im Hintergrund denken sich nur so, aha. Aber gegen dich weiß ich, wie man kämpft. Ja, genau so. Muss auch immer gleich angefangen, genau wie ich. Ich habe ihn doch schon viel öfter getroffen. Warum macht er mir mehr Schaden? Kann ich irgendwie besser abblocken, habe ich das Gefühl, in anderen Spielen die Angriffe ein bisschen langsamer sind oder wie. Oh, der war gut. Siegesrolle. Die ist natürlich auch passend für das Wetter angezogen. Keine Ahnung, warum setzt du mit hier im Kampf an, der dir über den Weg läuft. Du hast einen neuen Titel, Kunoichi. Du hast ein, das Kapitel Kokoro freigeschaltet. Okay, perfekt. So, ja, haben wir zwei Dinger geschafft. So, perfekt. Wow, das geht, glaube ich, noch ganz schön lang, wenn das so, wie das so aussieht, ne? Ja, so am Ende des Bildschirms noch gehen. So, dann würde ich aber sagen, ich beende die Part hier und sage mal etwas, was ich nach, 2,5 Jahren zum ersten Mal sage. Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar, ein Like oder ein Abo, das wird sehr helfen. Und Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dead or Alive 5 Last Round. Tschüss!